Herzlich willkommen, hier ist eine weitere Folge auf dem Arsch. Wir fahren jetzt los zur Feld Nummer 50 oder 58. Jedenfalls weit weg. Und wir werden ein paar die Mission abarbeiten. Das heißt, wir machen kurz die Karte an. Und die große Karte. Das heißt, wir müssen irgendwie rüber bei der Brauerei und Brücke rüber. Da wollen wir hin. Brauerei. Ja, Brauerei. 9. Und dann von der Brauerei dann irgendwie links mit Brücke und dann das erste Feld gleich nehmen. Durch 50 oder so. Mal schauen, mal. Erst gleich nehmen. Die 42 wird auch gleich auch gedüngt. Die eigenen Felder sind fast durch. Das sind nur noch die 18. Ansonsten brauchen die in der Regel noch Wachstum wieder. Wird wohl ab morgen so kommen mit der Ernte. Gerste, ne, Weizen zuerst und dann kommt die Gerste. Ich habe ja die Weizen noch im Herbst auch gesehen. Gerste teilweise auch im Herbst, aber viel im Frühjahr. Mais habe ich ein Feld. Müsste ich mal schauen, dass ich mal. Aber noch Silage da, oh je. Aber ich mache jetzt eben so alles Gras. Gras braucht das Land, ne? Viel Gras. So, wenn man in an sich gehen, ne? Mit Vollgas. Tank voll, der Tank ist voll. Ich war naja auch einer fertig. Ja. Ein Schlag nach dem anderen, ne? Also ein Schlag nach dem anderen, ne? Ja, unser Wald sieht auch traurig aus, ne? Der alte oder neue wächst ja auch schon, das ist ja auch schon gepflanzt, ne? Also jedes Jahr, ich glaube 200 Bäume würde ich machen. Und die muss man aber immer ernten, ne? Die Brauerei vorbei, ja leider zur Zeit. Steht so still, ja. Kein Shutdown, ist aber kein Hopfen, ne? Das können wir uns gar nicht leisten, die Brauerei schön zu stehen lassen. Also dann kommt der Streik, dann wird nicht mehr. Ja, unsere Malzfabrik steht auch aufgrund von vielen Rohstoffen. Ich glaube, das muss ich da haben, aber dann lohnt sich auch nicht. Also ja, Milch haben wir auch noch einen Schwung. Ey, ey. Da haben sie tun. So, Annika. Hier mal schauen, Was hier links ist ein Feld, das weiß ich. Also steht nichts. Aber immer gucken bei der Mission, welches Feld jetzt aktiv ist. 50 mal gleich machen. Und 50 ist nicht hier. Die 50 aber woanders, ne? Gut, da fahren wir jetzt nicht hin. Also 50 nicht. Also 58. Dann nochmal gleich. Ist geradeaus. Nochmal Karte anmachen, damit wir sicher sind. Ja. Dann werden wir gleich mal das nächste Feld düngen, ne? Wenn die auch voll machen können. Wollt ihr die nicht voll machen? Ah. Aber wird reichen. Dünger brauche ich ja nicht so viel. War ja wieder mal richtig goldig gedacht, ne? So. So. Jetzt meldet sich gerade der Lüfter. Mein Rechner. Vorgewende 2 und. Da sind wir schlau, da haben wir ein Gebläse da, muss ein bisschen Luft rein, ne? Und nur ein Schalter hin. Du war eins reicht. So, zurück und einstellen. Dann gehen wir gleich mal hier rüber.
Ne, der ist fertig. Entlassen. Motor starten, ne? Logisch, ne? So. Das ist Folge Nummer 5. Freitag. Ja, ich überlege auch hier bei der Marsch mal Livestream zu machen. Ich muss nur irgendwie zeitig hinkriegen. Also dann. Lass mich kurz überlegen. Dann müsste man eigentlich Samstag Folge machen. Also 6 jetzt aktuell. Und dann müsste man theoretisch am Samstag dann entsprechend streamen. Aber alleine. So. Den füllen wir mal auf. Immer noch ein Krampf. Aber jetzt füllen wir mal wirklich mal den Steuer auf. Und dann fahren wir Richtung Feld 50. Da war es ja auch noch eine Mission. So. Machen wir voll, ne? Auf zu Feld 50. Ja, globaler Markt geht heute nicht. Dann müsste ich kurz das Spiel beenden, dass die Surfer aktivieren. Ja, wer den globalen Markt noch nicht kennt, das ist Verbindung ja, zur Welt, zu allen, die das entsprechend haben. Das heißt, man muss ein Programm installieren, ein kleines, der aktuell Bindung aufnimmt zum Surfer. Gibt eine Global Company, die haben sowas. Und da tut er sich immer abgleichen und dann kann man daran sehen, wer was wo was. Also nicht wer, aber an sich. Wenn da jetzt einer Weizen abverkauft. Ey, da war ein hier. Da kann man nämlich sehen, wieso steht er jetzt da? Hat er doch Feierabend gemacht letztes Mal. So, Feld 50 wollte ich fahren. Ja, und dann kann man da entsprechend Waren verkaufen und auch einkaufen. Natürlich, wenn da nichts drin ist, dann verkauft man natürlich sehr teuer, ne? Also dann verdient man gutes Geld, sagen wir so, ne? Natürlich ist das so, wenn das Lager sehr voll ist, dann verdient man natürlich entsprechend wenig oder nichts. Also nichts ja nicht, aber halt sehr wenig. Und im Gegenzug kann man da auch gut Waren kaufen. Wenn es halt sehr voll ist, dann kann man halt, weiß ich, Getreide kaufen, also Weizen oder Gerste. Da wollen wir nicht lang fahren, da. Keiner gesehen, die Wiese, ne? So, und ich wollte zu 50 fahren. Ja, und dann kann man da auch die Waren einkaufen. Also Standardwaren halt, ne? Also Modwaren geht deswegen nicht, weil es gibt verschiedene, sagen wir so, ja, der eine das so, der andere so. Und da passt das nicht. Also dann wird man sich erst im LS, ja, was ich hier, 22 vielleicht einigen. Aber denkt mal, wenn sich nie alle irgendwie einig werden. Der eine wird, schreibt dann, was ich hier, ja, Rocken. Und der andere schreibt Rocken irgendwie anders, klein oder englisch, keine Ahnung. Und dann passt das nicht zusammen, ne? Also Standardwaren. Ist geradeaus. Kann man immer verkaufen und einkaufen, Mods waren das oder die Paletten oder keine Ahnung waren, ne? Fleischpaletten, keine Ahnung. Wenn man es will und alle sich einig werden, dann wird es gehen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Am Ende werden sie nie alle einig, das ist leider immer so. Wie es mal so ist, ne, im Leben, ne, der eine ist der andere nicht grün, kommt halt mal vor, ne? Und dann wird es automatisch nicht, und wenn der Giants nicht die entsprechenden Standardfrüchte erhöht, wird es entsprechend da, also Produktion werden die nie in dem Sinne haben, ne? Also davon gehe ich aus, ne? Und dafür ist ja das nicht, eigentlich nicht gedacht. So, wenn man den alten Kurs löschen, dann wir mal kurz neu generieren, für Feld 50. Zwei Runden und
kann dann auch entsprechend und sehen, wie viele Aufgaben sind. Da ist er bei. So, zurück und einstellen. Wieder einer fertig. Genau. Eigene Feld. Wo fahren wir noch immer hin, ne? Also 58 ist immer drauf. 52, 63, 60, wo ist das überhaupt? Ach da. ...51, da kann der andere mitmachen, ne? Dann fahren wir zu 60 oder so. Das wäre hier. Na, 60 nicht, da ist eine andere Nähe. Dann werden wir eher die 62, 30 nehmen, ja. Dann mal löschen den alten Kurs und dann geht's rüber. Immer zur Hauptstraße fahren. Dann geht's den alten Weg über die Brücke rüber und dann rüber auf die nächste Insel, ne, eine kleine Insel. Arbeiten heute ein paar Missionen ab. Und dann können wir noch Geld verdienen fürs Feld, ne. Silage schaffe ich jetzt aktuell nicht, wäre ja ein bisschen auch noch eine Option, ne. Silage, ja, machen auf jeden Fall, aber wir haben doch hier zwei Brücken normalerweise. Müssen wir gucken, wie da links. Hier links geht, glaube ich, nicht. Nee. Wenn wir anders fahren müssen, na gut, okay. Nehmen die andere Brücke, ist egal. Wir können auch noch nicht fliegen, ne? Ein Flugzeug düngen wäre die Option, ne? Ja, stoppen immer da. Aber wie gesagt, die nächste Mal werden wir die Jahreszeiten erhöhen, zumindest auf 6 Tage, dann haben wir auch mehr Zeit für so eine lästigen Arbeiten, immer so ganz vorsichtig, ne? Aber Stoppen müssen ja weg, bevor neu gepflanzt werden, müssen Stoppen ja weg. Und dieses Jahr pflanzen wir keine mehr Bäume. Im Sommer ist es eigentlich nicht üblich, Bäume zu pflanzen. Sollte man allgemein nicht machen, wenn es zu trocken ist, ne? So wie aktuell ist ja echt zu trocken und wundert mich so, dass so viel Gras hier noch wächst. Aber gut. Ein Programm kann nur entsprechend der Daten entsprechend reagieren. Also das ist alles nicht so. Habe ich da ausgekippt? Habe I gedrückt. Das hier war der so leer. Dann laden wir den mal auf, ne? Ich habe mich schon gewundert, ich habe die doch voll gemacht. Das müssen wir ganz gerne die Taste vertauschen, also beziehungsweise ich gucke ja nicht hin, drücke ja meistens und dann hups. Hab's vorher nicht gesehen, also. Das ist auch nicht schlecht. Gut, dann ist der wenigstens voll, ne? Muss ich mir dran denken, beim nächsten Mal, wenn anderen, dass er zurückfährt, dann ist ja Platz, da kann er was einladen, ne? So, das fahren wir jetzt zu Feldenmoor. Ja, ich glaube 63 oder 62. Ich glaube 62 fahren wir gleich. Da werden wir gleich die Karte aufmachen. Ein bisschen sehen können. So, ist eine Mission 60 drin oder ist das nur. 60 haben wir auch. Das gerade sehen, ne? Ja, da könnte man viel arbeiten hier, ne? Also riesige Ecke hier. Das kam gerade eine Nachricht rein. Gibt es denn hier keinen Übergang?
Nee, dann müssen wir zur Straße fahren. Wie gesagt, auf der Ecke war noch nicht oft. Da. Ist schon fast reif, wenn man noch gedüngt werden. Na ja, wenn er zahlt, ne? Ist egal, ne? Ah, da ist Brücke. Mal, das ist ja alles sehr schön gemacht, ne? Ist ja detailreich. Mit dem Wasser und den Gräben. 60. Und auch pflegeleicht, ne? Also wenn man hier eine ohne Cosplay arbeiten will, der normale Helfer macht es auch, ne? So. Nur vorgewendet, wenn man hinterher fahren, ne? Bei Mission ist glaube ich nicht ganz so dramatisch, weil der lässt einfach fahren und den Rest Center musste halt manuell. Ne, 18 nicht, Junge, 18 nicht. Ja, 60. Das wäre ein bisschen weit, fahr mal los und ne, mach mal fertig. So, keiner fertig. Dann werden wir gleich einen anderen Traktor nehmen. Der hier stand. Der stand hier. Da. Nee, da nicht. Da. Da. Dann haben wir noch Felder. Missionmäßig. Die 8 geht glaube ich nicht. 62 ist da oben noch 50. 51. Die 51 kann der andere machen. Das ist gleich fertig. Denke ich mal. 52, 30%. Ja. Wir fahren zu 51. Das müsste noch reichen. Mal gegengefahren. Ach, vorne mal. Mach mal hoch, ne, das ist besser, ne? So, C. Auf zur 51. Lern mal die Karte kennen. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich bin lang gezogen. Tschüss, auf die Linke, ciao. Und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss. Kurve noch nicht, Kurve noch nicht, Kurve noch nicht. Ja, Kurve. Und tschüss.